So Leute, da sind wir beim nächsten Booster Opening. Diesmal wieder mit Headset, vielleicht diesmal besser. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen gefuscht vom Headset selber. Und ja, vielleicht funktioniert es besser, das werden wir jetzt sehen. Wir haben hier einmal... fuck. Ist das hier ganz komisch? Moment. Da, besser. Wesentlich, wesentlich besser. Wir haben hier einmal Dragons of Tarkir. Und ja, nachdem wir jetzt das letzte Mal Den Protector gezogen haben, würde ich dieses Mal dann doch ganz gerne irgendwas Cooleres ziehen. So ein Planeswalker wäre ganz cool. Planeswalker sind immer cool. Und wir haben das Emblem von Narset. Schon mal mega cool. Und ein Land. So, hier können wir wieder ein bisschen reinzoomen. Gut. Dann haben wir Kolagan Aspirant. 2 Mana 2-1 und wenn sie geblockt wird bei einer Kreatur, fügt dieser Kreatur einen Schadenspunkt zu. Dragon's Gerd Bier, 3 Mana 3-2 mit Formidable. Das heißt, wenn ihr Kreatur mit insgesamter Stärke 8 oder mehr kontrolliert, könnt ihr 2 Mana bezahlen, um den zu regenerieren. Hand of Silmuga. 2 Mana 2-1 Death Touch. Langweilig. Little Fury. Ne, kein Blood Fury. Ein Mana Instant, eine Kreatur kriegt plus 1 plus 0 Erstschlag. Naturalize, ein grünes, ein farbloses Instant, zerstört ein Artefakt und eine Verzauberung. Silmugard Butcher. 5 Mana 3-3 mit Exploit, das heißt, wenn er ins Spiel kommt, können wir eine Kreatur opfern. Und wenn wir eine Kreatur opfern, kriegt eine andere Kreatur unsere Wahl minus 3 minus 3. Pazifismus. Für ein weißes, ein farbloses, verzaubern wir eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann weder angreifen noch blocken. Ancient Carp, 5 Mana 2-5. Langweilig. Avon Tacticans, 5 Mana 2-3 fliegen und immer wenn er ins Spielfeld kommt, baut's da 1. Ziemlich coole Kreatur, vor allem im Draft oder so. Unsere erste ankam für ein schwarzes und X-farblose Deathwind. Instant und eine Kreatur und so weiter kriegt minus X meines Zuges. Dann haben wir hier Graceblood Artisan. 3 Mana 2-3 und kriegt zu plus 2 für die Aura, die Ende ausgerüstet ist. Sehr, sehr geiles Teil. Dann haben wir, wir haben eine Foil hier drin. Warbringer. 4 Mana, 3-2. Ne, 3-3. Und Dashkosten, die ihr habt, sind um 2 reduziert. Für 3 Mana könnt ihr ihn dashen, das heißt, ihr könnt ihn ins Spiel bringen. Er bekommt Eilem, Ende des Zuges geht er wieder auf die Hand. Und unser Rare ist Volcanic Vision. 7 Mana Sorcery. Ihr bringt eine Instant oder Sorcery am Friedhof zurück auf die Hand. Und er fügt den... Was? Ach, zu jeder Kreatur, der einen Gegner eurer Wahl kontrolliert. Ne, alle Gegner kontrollieren. Das ist eine Commander-Karte. Also ihr bringt eine Instant Sorcery zu aus dem Friedhofzug auf die Hand und fügt allen Kreaturen, die einen Gegner, die alle Gegner kontrollieren, so viel Schadenspunkte zu. Danach wird die exiliert. Und unsere Foil. Cool, eine Rare Foil. Living Law. 4 Mana XX. Und wenn er ins Spielfeld kommt, exilieren wir eine Instant oder Sorcery aus unserem Friedhof. Stärke und Widerstandskraft sind gleich der umgewandelten Mana-Kosten des exilierten Zaubers. Also man sieht gar nicht, doch hier sieht man, dass der Foil ist, so ganz leicht. Und immer wenn er mir einen Kampfschaden zufügt, können wir ihn opfern und können den sozusagen eingeprägten Zauber, können wir dann casten. Ziemlich cool eigentlich. Leider ist Treasure Cruise nicht legal. Zumindest in den Formaten, denen wir spielen. Ja, sehr geil. Emblem, zwei Rares und der Warbringer ist auch nicht schlecht. Finde ich sehr geil, war ein sehr cooles Booster. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blixit. Ciao, ciao.